Der Frühling kommt, liebe Leute, und es wird wieder Zeit, deine Pflanzen umzutopfen. Warum Pflanzen umtopfen und was dabei zu berücksichtigen ist, das erkläre ich dir und dieser nette Herr. Ich war im Baumarkt und habe hier dieses schöne Anthuriumchen, und zwar eine Clarinervium. Ja, sieht ein bisschen blass aus, ist halt eine Baumarktpflanze, aber die müssen wir jetzt umtopfen. Und da spielst du eine große Rolle. Genau, dann zeigen wir einmal, wie das geht. Und das ist jetzt auch der, ich mal, ideale Zeitpunkt, so März, April, wenn man Zimmerpflanzen hat, die umgetopft werden wollen nach dem Winter oder man sich auch neue Sachen holt. Super Zeitpunkt, das im Frühling zu machen und der Pflanze direkt einen guten Start zu geben in die neue Wachstumssaison. Ne? Genau. Und da ist jetzt erstmal die Frage, warum sollten wir unsere Pflanze jetzt überhaupt umtopfen? Warum sollte ich meine Pflanze jetzt umtopfen? Also erstmal gucken, ob es überhaupt einen Grund gibt, die umzutopfen. Ne? Ja. Ohne Grund umtopfen bringt nichts. Es kann immer sein, dass die Pflanze, wenn man sie kauft, schon in einem nicht so dollen Substrat ist. Ja. Das ist jetzt ein Anthurium. Für den ist diese feine Erde, wo das jetzt drin ist, auf Dauer nicht so toll. Das heißt, den würde ich sowieso generell umtopfen. Ja. Dann zweite Möglichkeit ist natürlich, der Topf ist einfach zu klein geworden, wenn schon überall unten Wurzeln rauskommen. Ja. Es gibt Pflanzen, die mögen das, muss man dazu sagen. Aber irgendwann nervt es auch, weil man muss sie dann sehr oft gießen. Die Töpfe trocknen schnell aus. Mhm. Auch ein Grund umzutopfen. Und ein dritter Grund umzutopfen wäre, wenn man sieht, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Also wenn die Pflanzen komische Blätter kriegen, Mangelerscheinungen. Ja. Es kann an der Pflege liegen, es kann aber auch tatsächlich einfach am Substrat im Topf liegen. Ja. Es ist gut, die Pflanze einfach mal durchzuchecken. Man sieht ja eigentlich nur den oberirdischen Teil. Ja, mal rausholen, Wurzeln angucken und dann in einen neuen Topf setzen, kann schon viel bringen. Genau. Ja. Und wenn ihr die Pflanze gerade im Baumarkt gekauft habt, da nochmal berücksichtigen. Lasst die Pflanze erstmal ankommen, gerade wenn ihr die bei kalten Temperaturen kauft. Die ist dann ein bisschen unter Stress. Lasst die zu Hause ankommen, separiert die auch vor allen Dingen, weil die könnten natürlich auch noch Schädlinge haben. Und dann spielt es auch noch eine Rolle, weil viele Pflanzen im Gartencenter kommen auch nochmal in so einen extra Wickel, nenne ich es mal. Ne? Da ist dann nochmal was. Das sind Plugs, mit denen die bei der Gärtnerei wurden die in Plugs angezogen. Mhm. Ne? Die sollten eigentlich mit der Zeit zerfallen, das tun sie manchmal nicht und dann stecken die in diesen, diesen Plugs drin noch und benutzen den Topf im Grunde gar nicht. Ja. Und deswegen dann definitiv Umtopf. Jetzt haben wir die drei Sachen kennengelernt und jetzt schauen wir uns den nächsten Punkt an. Wir topfen jetzt um, damit du jeden Schritt einmal sehen kannst. Und wenn du gescheite Zimmerpflanzenerde suchst, habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt, Alex, zeigst du uns, wie das Ganze funktioniert. Genau. Du hast ja jetzt hier ein Anthurium clarinervium. Wenn er ganz viele Fruchtzwerge ist und groß und stark wird, wird er irgendwann mal so aussehen. Ja. Da ist noch ein weiter Weg hin. Und in der Erde und in dem Topf wird er das definitiv nicht schaffen. ich hole den jetzt mal ganz vorsichtig da raus und dann schauen wir uns erstmal die Wurzeln an. Also das ist das Erste, was man beim Umtopfen macht. Aus dem alten Topf rausholen, mit Vorsicht. Und vom alten Substrat, egal was es jetzt ist, so gut wie möglich befreien, ohne dass man da an den Wurzeln was oder möglichst wenig kaputt macht. Ein bisschen Schwund ist immer. Ja, wenn man die Pflanze jetzt nicht umtopft, weil es ein Problem gibt oder weil die im schlechten Substrat ist, also ihr habt die schon in gutem Substrat und die ist einfach so gut gewachsen, dass ihr die wieder umtopfen müsst, dann müsst ihr auch nicht unbedingt die ganze alte Erde entfernen. Da ist es dann oft besser, die mit der guten alten Erde oder dem alten Substrat einfach so in den neuen Topf zu setzen. Mhm. Vielleicht ein bisschen auflockern die Wurzeln und das reicht dann schon. Ne? Ja. Aber das ist ja jetzt hier jetzt nicht der Fall. Genau, dann schauen wir uns das mal an. Also ich stürze die einmal, ganz vorsichtig. Und dann sehen wir schon, okay, es fällt so ein bisschen auseinander. Ich mache jetzt vorsichtig die alte Erde weg. Das bröckelt hier auch schon. Ja, viele Wurzeln hat die nicht. Das ist für Anthurium eigentlich immer nicht so ein dolles Zeichen. Weil wenn es denen richtig gut geht, dann haben die auch richtig viele Wurzeln. Ja. Also meine Mutterpflanzen-Anthurien hier, die hier stehen, das ist praktisch 70% Wurzel und 30% Blatt. Also diese Töpfe sind voll. Na, das ist jetzt 70% natürlich, Wurzeln? Ja, ich kann den dann mal gleich rausholen. Das kannst du als einen Klotz rausheben. Da sind nur Wurzeln drin in dem Ding. Ne? Ja. Aber hier sehen wir, ach guck mal hier, ein kleines Baby. Oh, den können wir separat eintopfen. Ja. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel da, ist jetzt eine gesunde Spitze, hier ist eine kaputte, ja. Die ist auch kaputt, die ist kaputt, die ist auch kaputt. Also wir haben hier eine gute Spitze, zwei, drei, vier
und so 4 oder 5, die kaputt sind. Ah, hier ist noch eine kaputte. Also die Spitzen sind alle kaputt gegangen in dieser Erde. Anthurien sind ja eigentlich epiphytisch, das heißt, die wachsen gar nicht in Erde in der Natur, die meisten zumindest nicht, sondern die wachsen ja im Grunde an Bäumen, so in so Astgabeln und so, wo sich Laub und so sammelt, wo sich ein bisschen zersetzt, aber es ist sehr luftig da. Deshalb packen wir die jetzt auch in viel luftigeren Mix. Das gilt übrigens auch für viele exotische Zimmerpflanzen. Das ist jetzt nicht nur auf Anthurium bezogen, sondern ne, da gibt es noch ganz viele andere. Ah ja, Monstera, Philodendron, selbst Calathea und so. Wenn man mal im Urwald war und sich da den Boden angeguckt hat, da ist nicht so ein Waldboden, wie wir das kennen. Da sind so 2 Zentimeter Laub, dann so 1 Zentimeter so ein bisschen zersetzter Detritus, nennt sich das, und dann kommt Lehm. Also die meisten Pflanzen haben da gar keine Wurzeln, die wirklich tief in die Erde gehen, weil da ist keine Erde. Mhm. Die haben Wurzeln, die stützen sich auf diesem Lehm ab und haben dann so oberflächlich ganz viele Wurzeln, die eigentlich fast an der Luft sind, ne? In dieser 1-2 Zentimeter Laubschicht. Ja? Und entsprechend brauchen die auch richtig viel Luft an den Wurzeln und ein sehr lockeres Substrat. Ja. Was halt nicht das ist, was so typisch, wie man es aus dem Garten kennt, ne? Diese dichte, kompakte Erde, richtig. Das kennen die gar nicht. Ja. Ne? Genau. So, ich gucke jetzt hier, dass ich hier noch, hier sind so ein bisschen größere Torfstücke. Übrigens auch Torf verwende ich auch sehr ungerne, auch aus Umweltschutzgründen versuchen wir so weit wie es geht auf Torf zu verzichten. Mehr würde ich da jetzt tatsächlich nicht dran machen. Ich will jetzt nicht hier ins Zentrum reingehen, weil der Anthurium hier, der hat sehr dicke, brüchige Wurzeln. Ich will da nichts abknicken, der hat eh schon so wenig. Ne? Das reicht. Ne? Wenn wir den jetzt in mineralisches Substrat setzen würden, was ja viele gerne machen, dann sollte man es schon alles spülen, weil sonst kann es dazu Schimmel kommen. Aber da das jetzt auch wieder in ein organisches Substrat kommt, auf Kokosbasis, reicht das vom Saubermachen her. Ne? Zu diesem Thema findest du hier oben in der Ecke das passende Video zum Thema mineralisches Substrat und Umtopfen. So, weiter geht's. Weiter geht's, genau. Neuer Topf hier, bisschen größer. Mhm. Anthurien setze ich gerne, wenn ich sie verkaufe, in diese klaren Orchideentöpfe. Da kann man schön das Wurzelwachstum beobachten und auch, wie feucht es noch im Topf ist. Gerade bei Clarinervium, also dieser hier, der mag es ein bisschen trockener als so viele andere Anthurien. Und da kann man da mit diesem Topf einfach super kontrollieren, ob das unten noch feucht ist oder ob es schon trocken ist und der wieder gegossen werden muss. Die Pflanze von der alten Erde entfernt, muss die natürlich jetzt in den neuen Topf rein, den wir gerade kennengelernt haben. Und da haben wir jetzt hier die Erde und da schauen wir jetzt einfach mal, wie es weitergeht. Genau, also ich habe mir jetzt die Wurzeln angeguckt. Sieht soweit, ich sag mal, für eine Gartencenterpflanze ziemlich in Ordnung aus. Also er hat zumindest ein paar vernünftige Wurzeln. Das geht auch viel schlimmer. Das heißt, ich kann ihn jetzt eigentlich ohne weitere Schritte in seinen neuen Topf, in seine neue Erde machen. Ich habe hier was Schönes, Lockeres, Luftiges angemischt, wie viele Pflanzen das halt mögen, ne? So Tropenpflanzen. Und da kommt jetzt erstmal unten eine Handvoll rein. Dann setze ich die Pflanze praktisch schon auf die Höhe, wie ich sie haben möchte. Und dann fülle ich einfach drumherum auf, ohne auch wirklich zu drücken oder so. Ne? Also wir machen uns ja nicht die Mühe mit diesem lockeren Substrat, nur um es danach wieder festzudrücken. Das wäre ziemlich doof. Ja, den Fehler machen leider viele. Genau, so. Jetzt, was man machen kann, damit das so ein bisschen zwischen die Wurzeln geht, kann man so ein bisschen schütteln und rütteln. Dann fällt das dazwischen, aber es ist jetzt nicht wieder festgedrückt oder so. Ne? Ich fülle es oben noch ein bisschen auf. Ich setze die Pflanze so, ich setze die nicht tiefer oder höher, als sie vorher war. Ne? Also wenn die schon eine Weile in ihrem Topf gewachsen sind, dann sind die auch auf der Höhe, wie sie es haben wollen. Da brauche ich sie nicht tiefer setzen oder höher setzen. Ne? Und das war es im Grunde schon. Also ich habe es nur ein bisschen geschüttelt, dass das dazwischen die Wurzeln fällt. Der ist jetzt hier sehr locker drin. Ne? Das ist eine lockere Erde, also der wackelt hier jetzt. Das hat sich aber in wenigen Wochen erledigt, wenn er neues Wurzelwachstum hat. Ja, muss halt anwachsen. Genau, was ich jetzt noch machen kann, weil jetzt ist im Frühling, die Pflanzen fangen wieder an zu wachsen, also gute Zeit zum Umtopfen. Die brauchen jetzt auch Dünger. So, jetzt nach dem Umtopfen muss die Pflanze natürlich auch weiter wachsen. Wir sind jetzt im Frühjahr, das heißt, es geht jetzt wieder los für viele Zimmerpflanzen, die über den Winter wenig bis gar nicht gewachsen sind. Die brauchen da jetzt erstmal, nach dem Umtopfen sollte man erstmal so 2 Wochen nicht düngen, aber danach geht es jetzt echt wieder los. Die brauchen Dünger, die brauchen Nahrung. Gerade auch nach dem Umtopfen, die Pflanzen kriegen einen richtigen Schub, die machen richtig Wurzelwachstum erstmal, wenn die in neuem Substrat sind. Ach ja, was ich noch erwähnen sollte, egal wie vorsichtig ihr eine Pflanze umtopft, so die ersten 3, 4, 5 Tage nach dem Umtopfen werden die Wurzelhaare kaputt gehen oder kaputt sein. Die Wurzelhaare sind das vergrößert die Oberfläche der Wurzel. Darüber nehmen die Pflanzen eigentlich so 99% des Wassers und der Nährstoffe auf. Und die sind wirklich mikroskopisch klein. Die sieht man manchmal so als kleinen Pflaumen so in der Nähe der Wurzelspitze. Sieht da ein bisschen aus, als wäre das Schimmel, ist es aber nicht. Das sind die Wurzelhaare.
Und egal wie vorsichtig ihr seid, ihr macht die meisten davon kaputt beim Umtopfen. Einfach durch das Bewegen der Wurzeln, das Entfernen der Erde und so. Das heißt, die Pflanze kann jetzt erstmal nur 1% des Wassers aufnehmen, das sie vorher konnte. Ja? Das heißt, es bringt meistens nach dem Umtopfen echt nicht viel Pflanzen zu gießen. Die brauchen 2-3 Tage, manche auch ein bisschen länger, um die Wurzelhaare zu regenerieren. Das heißt, lasst die einfach nach dem Umtopfen erstmal einfach stehen, wenn sie nicht hängt. Ne? Wenn sie hängt, dann solltet ihr irgendwie eine Tüte drüber machen oder so, damit die nicht weiter austrocknet, weil die kann gerade kein Wasser aufnehmen, auch wenn ihr vorsichtig wart. Und dann könnt ihr die nach ein paar Tagen wieder anfangen, normal zu gießen. Dann sind die Wurzelhaare wieder da. Ausnahme in dem Fall ist natürlich, wenn ihr gute Erde hattet und den Wurzelbereich jetzt mit der alten Erde festgelassen, dann beschädigt ihr auch keine Wurzeln. Also könnt ihr da natürlich direkt voll gießen und dann kann die Pflanze dann auch, weil sie keine beschädigten Wurzelhaare hat, auch entsprechend feucht. Genau, wenn ihr die einfach nur vom einen Topf nehmt, mit dem alten Substrat und in den neuen reinmacht, dann passiert natürlich nichts. Da könnt ihr die ganz normal weiter angießen und genau. Das waren so die wichtigsten Informationen, Step by Step, die du brauchst, wenn du deine Pflanze gescheit umtopfen willst. Und wenn du jetzt noch wissen willst, wie du deine Pflanze ins mineralische Substrat eintopfen kannst, dann schau dir jetzt mal dieses Video an, denn da habe ich genau das einmal gezeigt. Dir lieben Dank und euch, kümmert euch um eure Pflanze und haut rein. Bang. Boah. Was ein Okolyt, ey. Mhm. Mal ein bisschen drehen hier. Ja. Ja.